Nicht vergessen, bestellen Sie jetzt. Jetzt, jetzt. Ach, auch noch so ein Pizzagerät? Nö, ich bin pappsatt. Du bist echt ein Schwachmat. Brüllt der voll in die Schüssel. Beeil dich, hier kommt was über Verdauungsprobleme. Ist doch deine Lieblingssendung. Sag mal, was schrubbst du da rum, Alter? Ich bin voll auf Oralhygiene, solltest du auch mal. Du hast recht, ich mach mit. Und zwar ab morgen. Vorm Abschlafen Cola süffeln ist out. Dann träumst du nämlich alt. Das mache ich auch so immer. Na dann, gute Nacht. Und Kinder zuerst! Ich kann nicht einbabern. Ich muss immer rülpsen. Und mein Bauch zeckt. Aua! Ich hab's dir ja gesagt. Bitte lies mir doch was vor, dann schlafe ich auch ein. Kannst du nicht selber lesen, oder wie? Nö, jetzt? Nie gelernt. Es war einmal vor langer Zeit, da ritten zwei Rittertypen in diesen coolen Rüstungsoutfits. Die Geschichte wird gut. Durchs schottische Hochland und waren gut drauf. Was schon wieder? Ich hab's dir doch gesagt, du sollst vorne weggehen. Ach, halt, Gusch. Diese hotte Hühn sind irgendwie saufaul, Alter. Fliegen, fliegen. Echt? Und die ganzen Ekelbrummer? Wir hätten mit dem Motorrad hercruisen sollen. Was will denn der Nasenbohrer? Das hat gut getan. Cool. Wartet, wartet! Lasst mich nicht hier zurück! Hast du ein Problem, Alter? Mach einen Schuh oder es gibt was auf dich! Aber ich bin doch ein Prinz! Doch, na und? Ich bin reich! Also, wenn wir jetzt da sind, dann steht euch eine dicke Belohnung zu! Na, ist ja Obersupi! Viel Geld! Nur ein Schwachmat! Und bevor ich's vergesse, ich habe auch Bilder von der Königin. Nackig. Oh, sehen lassen. Hue, hue, hue. War nur ein kleiner Scherz. Machen wir lieber einen Abritt. Prinz Fliegenlutsch pirscht sich wieder an. Hallo, Freunde. Wartet auf mich. Okay, gib Spore. Ich wollte unbedingt Froschmann werden. Das ist ja uninteressant. Und da hat sie, na ja, es war nicht sie selbst, aber sie hat jedenfalls einen Zauberer angeheuert, um mich rauszuwerfen. Ach, ist das schön. Genießt die Ruhe. Da, mein Schloss. Belohnung, wir sind gleich bei dir. Hey! Was wird denn das hier? Der freut sich wohl auf seine Froschkönigin. Was will denn der Trottel da? Seinetwegen habe ich meine Fliege nicht erwischt. Was will denn der Spinner hier? Dieser Blindmann ist das so doof wie Weißbrot. So, Prinz, was ist denn nun mit der Belohnung? Na, warte, das sage ich der Hexe. Ja. Ach, was ist denn? So kann das einfach nicht weitergehen. Was wollt ihr denn eigentlich? Wir wollen bloß unsere Belohnung abgreifen, gute Frau. Diese Idioten haben den Prinzen zurückgebracht. Heiliger Hexensabbat, da bringt sie mir meinen dämlichen Mann zurück. Das darf doch nicht wahr sein, ihr Trottel. Seid ihr denn verrückt? Ich hab ihn in der Wildnis ausgesetzt. Er nervt meine geliebten Frösche. Genau. Und ihre Schenkel werden schlapp. Bringt ihn dahin zurück, wo ihr ihn gefunden habt, oder? Oder was, du Eule? Ja, ihr wisst wohl nicht, mit wem ihr es zu tun habt. Wir wollen bloß unsere Belohnung, kapiert? Warum macht ihr nicht ein kleines Spielchen und der Gewinner bekommt alles? Dich hat keiner gefragt, Fliegenschleck, verstandibus? Passt auf, wir machen ein Rennen. Wenn ihr gewinnt, bekommt ihr einen Sack voller Gold. Und wenn ihr verliert, bringt ihr ihn zurück in die Wildnis. Abgemacht? 10 Runden um das Schloss, der schnellste gewinnt. Cool. Na dann ab dafür.
zähl schon mal die Kohle, du Schrapnell! Niemals! Hier längs! Da kommen sie! Das tut mir leid! Ich hab zwei Runden Vorsprung! Es sieht ganz so aus, als ob ihr jungen Herren mehr Eisen zu euch nehmen solltet! Hey, das ist ja mein Pepperoni-Kaugummi! Da hat er sich also verkleistert! Siehste, ich hab ihn nicht weggekaut! Mist, das ABS versagt! Ah, hoffentlich funktioniert wenigstens der Airbag! Gerettet! Ist doch ein paar Fliegen. Glaubst du ernsthaft, dass ich dich dafür nicht zur Schnecke mache? Akadeke! Und jetzt bist du eine hübsche, schleimige Schnecke. Hä? Ach, mein Schnucki. Ach ja, die Liebe ist doch sowas Schönes. Und es kommt Geld bei raus, die Belohnung. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute und so. Ach, Liebesgeschichten sind doch sowas Schönes. Aber fliegen würde ich trotzdem keine essen. Hexe, ich auch nicht.